Hey YouTube, willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal und heute beschäftigen wir uns mit dem Patch, der gestern erschienen ist. Wir werden darüber sprechen, was der Patch verändert hat, wie er sich dann letztendlich sogar aufs Spiel auswirkt. Meine Erfahrung, ich habe ein paar Games gemacht, ihr werdet nachher ein paar Gameplay-Szenen sehen und ja, darüber wollen wir heute sprechen. Wenn euch das Video gefällt, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie unten in die Kommentare. Und ansonsten könnt ihr auch gerne ein Abo da lassen, falls ihr es nicht getan habt. Kommen wir erstmal zum Patch. Der Patch an sich hat nicht so viel verändert, weil es auch kein großer Gameplay-Patch war, sondern einfach nur ein Live-Tuning. Änderungen von diesem Patch sollen unter anderem sein, dass die Ecken gepatcht wurden. Die Ecken, wo man den Balken komplett durchgeladen hat, dass die erstens nicht mehr mit so einer Stärke kommen, also so schnell reingeschlagen werden und dass sie unpräziser sind. Das führt halt dazu, dass halt diese Ecken, die man bisher nutzen konnte, nicht mehr ganz so effektiv sind. Es ist schwerer, jetzt Ecken direkt reinzudrehen, es geht immer noch. Allerdings werden die Bälle halt nicht mehr so schnell und stark in den 16er reingeschlagen. Wenn man es perfekt gemacht hat, waren die Ecken fast schon wie Elfmeter und man konnte immer durch eine Ecke ein Tor erzielen. Ich persönlich habe auch sehr, sehr viele Eckballtore gemacht. Habt es jetzt probiert auch mit den neuen Ecken. Ihr werdet in den Gameplay-Szenen nachher auch die eine oder andere Ecke sehen. Was hat der Patch noch verändert? Ich habe im letzten Video eine Taktik vorgestellt, unter anderem mit Druck nach Fehlern. Und jetzt kam der Patch, dass die Ausdauer krasser abnimmt, wenn man Druck nach Fehlern, ständiger Druck oder Press nach Ballverlust spielt. Ich habe das Ganze natürlich auch getestet, indem ich meine Taktik aus dem letzten Video gespielt habe. Nur anstatt Druck nach Fehlern habe ich dann einfach mal mit Pressing nach Ballverlust gespielt und geguckt, wie sich das Ganze so auswirkt. Ihr werdet das dann auch in den Gameplay-Szenen sehen, die wir jetzt gleich hier laufen lassen. Und dabei wünsche ich euch viel Spaß. An sich, muss ich sagen, werde ich noch ein paar Dinge abschließend sagen, sobald die Gameplay-Szenen durch sind, was so mein Eindruck zum Patch ist. Moin Maxim! Wir waren so lange da und plötzlich hat jeder die Overuse, ja. So, nochmal Ecke probieren. Die sind halt auch deutlich leichter abzufangen jetzt, ne? Geht, hab gerade zwei Eckentore gemacht. Irgendwie wird es schon noch gehen, ne? Dass Eckentore komplett weg sind, ist ja. Das kannst du ja auch nicht rausnehmen. Oh, die war auch wieder gefährlich, aber sie ist halt deutlich anders als vorher. Moin, Selçuk! PS5, 4-2-2, dann CR7. Einmal mehr aktiv im Chat als im Spiel und gewinnt trotzdem locker stark. Lese sie erst vor, wenn 5 Subs am Stück kommen. Siegs, mein Bester. Dankeschön für den Resub im 6. Monat. Bester Mann, mach weiter. Ich danke dir. Ich danke dir, Mann. Köln gegen Leverkusen 1-1. Hat das Tor nicht gezählt, oder was? Unterstützt den richtigen Verein, unterstützt den richtigen Streamer. Super Typ. Das eine Tor, was zurückgezogen wurde, war sehr, sehr glücklich für Bochum. Where is my R9? Ja, ich habe immer noch keine Antwort auf die Frage. Hast du Lust auf Netflix und Chill? Nee, hätte dann eine bessere Idee. Sollen wir probieren reinzudrehen? Er ist halt deutlich langsamer, der Ball, ne? Der Torwart muss ja gefühlt am 11er Punkt stehen, dass das geht. Oder wir brauchen einen Schützen mit deutlich mehr Schusskraft. Mal gleich einen Schützen mit mehr Schusskraft nehmen. Durch ein Tor jetzt so besser geworden, Ehrenmann. Freue mich zu hören. Danke für dein Feedback, mein Lieber.
Hast du mich nach dem perfekten Sturm gefragt? Kamera ist gerade nicht mehr Übertragung, Tilly. Ich teste gerade Koop tatsächlich, Freunde. War ganz cool, hat Spaß gemacht. Zusammen mit dem Stream die Bundesliga-Konferenz gucken. Wie ist so der Patch? Medi, ich muss sagen, ich spüre nicht viel Änderung so. Klar, bei den Ecken schon. Die Ecken sind jetzt halt weg. Wenn man die vorher drauf hatte, dann muss man sich jetzt was Neues überlegen. Aber wenn man die vorher nicht genutzt hat, diese OP-Ecken, dann spürt man, ist kein krasser Unterschied dann. Und jetzt haben wir wieder eine Ecke. Normalerweise eigentlich ein Tor für mich. Normalerweise eigentlich ein Tor. Schauen wir mal. Ja, die kommen halt langsamer, flacher. Dreckstor, nehmen wir mal mit. Die Schüsse gehen nach wie vor immer noch. Muss mir was Neues einfallen lassen bei den Ecken. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. So ein Tor kannst du aber auch nur in der 45. Minute kassieren. Werden die normalen Heroes steigen oder sinken, wenn die World Cup Heroes kommen? Da haben wir gestern mal drüber gesprochen. Es kommt halt drauf an. Zu League, okay. Ist ja gar nicht. Wobei, du hast League, hast du auch geile Links so an sich, ne? Also, das ist Pressen nach Ballverlust nach 75 Ingame-Minuten. Würdet ihr sagen, das ist krass viel Ausdauerverlust dafür, dass man die ganze Zeit Pressen nach Ballverlust spielt? Hernandez, muss man sagen, ist natürlich auch. Der schaltet sich in die Offensive immer mit ein. Das ist nicht heftig. Das ist ein minimaler Unterschied zu wie es vorher war. Du hast 5 Wechseloptionen auch noch. So. Ich würde sagen, dass das kein geisteskranker Unterschied ist. Freunde, gönnt euch mal auf YouTube mein Video zu den effektivsten Skill-Moves. Da habe ich alle wichtigen Skill-Moves mal gezeigt. So, ich mache mal ein bisschen. Also. Eins direkt vor flach. Mal gucken. Okay. An sich nicht verkehrt. Muss man nur jetzt lernen, wo genau der Ball hinkommt. Und sich da anpassen. Das ist ja mit dem Patch behoben worden jetzt. Kommt halt nicht mehr so geil. Normalerweise immer direkt flach. New Gen. Scheiße! Hat sich was am Gameplay verändert? Ne, am Gameplay an sich hat sich nichts verändert. Ja, ich musste dieses Tor kassieren bei den ganzen Fehlpässen. Nicht mein Problem. Warum spielt Haaland mit rechtem Sturm statt linken? Haaland ist mittlerer Stürmer. Das ist 4-3-2-1. Okay. Kam halt auch ein bisschen flach jetzt, ne? Ecken gehen aber so noch. Jetzt aber. Ja, geht doch. Jetzt können wir mal wieder auswechseln. Guck mal, die Ausdauer. Nach 75 Minuten mit die ganze Zeit Pressen nach Ballverlust. Also das ist halt kein krasser Impact, ne? Mbappé hat immer noch über 60 Ausdauer. Sissoko hat noch 62.
Pillage ist super. Nice, Becker. War so klar, dass es irgendwie ein Tor wird. Ich wusste nicht, dass sein Gameplay auch träge. Es geht eigentlich. Ganz normal für mich. Kräfteraubend, wenn man gefühlt immer die ganze Zeit nur auf ein Tor spielt und trotzdem das Tor nicht macht. Na, ja, geht doch. Welche Form würdest du sagen, ist die beste bei der PS5? Ich persönlich finde gerade 4-3-2-1 sehr geil. Hey, warum hat er jetzt so gestoppt? Ja, nachdem ihr die Szenen jetzt gesehen habt, muss man sagen, Ecken definitiv wurden sie geändert. Sie kommen nicht mehr mit dieser Schärfe. Ich muss jetzt auch neue Varianten ausprobieren. Aber ich denke immer noch, dass gute Eckballvarianten möglich sind. Man muss sich da mal ein bisschen ransetzen und ein bisschen testen. Die eine oder andere gefährliche Ecke habe ich ja trotzdem noch reinbekommen. Und zum Thema Ausdauerverlust habe ich ja auch, habt ihr auch in den Gameplay-Szenen gesehen, teilweise in der 75., 78. Minute war das von der Ausdauer her immer noch ertragbar. Ich habe das ganze Spiel über Press nach Ballverlust gespielt und war jetzt nie so, dass man sagen musste, okay, krass, die Ausdauer ist extrem weit unten. Da muss man natürlich dazu sagen, Press nach Ballverlust ist so ein Faktor oder so eine Mechanik, die natürlich erst dann ausgelöst wird, wenn man den Ball verliert. Ich habe jetzt nicht so viele Ballverluste Allball gesehen in meinem Spiel drin. Dementsprechend kommt die Mechanik weniger zum Einsatz. Wenn man natürlich viele Ballverluste im Spiel hat, wird auch öfter dieses Pressing getriggert und dementsprechend wird wahrscheinlich auch mehr Ausdauer verloren gehen. Druck nach Fehlern und ständiger Druck ist ein dauerhafter Zustand, der immer wieder im Spiel natürlich zu Geltung kommt. Vor allem ständiger Druck, da macht sich das deutlich krasser bemerkbar mit dem Ausdauerverlust. Und bei Druck nach Fehlern hat man auch gewisserweise deutlich mehr Ausdauer verloren. Also ich kann nicht mehr empfehlen, Druck nach Fehlern das ganze Spiel über durchzuspielen, sprich eher so phasenweise. Aber wenn man Press nach Ballverlust ungefähr so spielt, wie ich das gemacht habe, mit einem ordentlichen Aufbauspiel, dass man halt nicht viele Ballverluste hat, dann geht das klar. Zu allen anderen Sachen, wie auch wieder im Chat geschrieben wurde, ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dass Pässe nicht mehr so gut ankommen, dass sich das Spiel träge spielt, da habe ich gar nichts zu gehabt. Und wie gesagt, da steht auch nirgendwo im Feintuning drin, dass da was gemacht wurde und habe ich auch nicht gespürt. Also dass der restliche beziehungsweise das restliche Gameplay hat sich für mich ganz normal angefühlt, wie vorher auch. Es geht halt wirklich nur um diese paar Dinge, die ich auch eingangs genannt habe. Und ich muss sagen, es macht sich ein bisschen bemerkbar, aber vor allem bei Pressen nach Ballverlust hält sich das Ganze im Rahmen. Und man hat ja auch noch 5 Wechsel, sodass man dem Ganzen auch ein bisschen entgegenwirken kann. Ich finde es gut, dass man ständiger Druck nicht durchgehend spielen kann. Ja, gab es ja in der Weekly League teilweise auch, dass viele Leute einfach von Anfang an ständiger Druck gespielt haben. Kann man auch machen, eine Halbzeit lang, aber dann ist die Mannschaft wirklich tot. Und dass die Ecken halt gepatcht wurden, finde ich in meinen Augen, ist auch gut, weil die waren schon sehr, sehr OP, wenn man die drauf hatte. Man konnte halt wirklich aus 10 Ecken eine 50%-Quote haben. Aus 10 Ecken 5 Tore machen, ist halt schon extrem stark. Ich denke, dass das auf jeden Fall nicht mehr so der Fall sein wird. Es wird weiterhin vernünftige Eckballvarianten geben, wo ich mich ransetzen werde und dann werde ich vielleicht auch mal ein Tutorial dazu raushauen. Aber so, das ist das, was der Patch grundlegend verändert hat. Ihr könnt mir eure Meinung auf jeden Fall auch mal unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten sind wir am Ende des Videos angekommen. Gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ich bin raus, peace out und ciao.